Die teuersten Lebensmittel der Welt. Ich hoffe, dass euch diese Liste gefällt. Also subscribe bitte und liked, falls ihr diese Liste interessant findet. Das Wagyu Steak kommt aus Japan und wird aus dem Wagyu-Rind gewonnen. Das Fleisch ist unheimlich aromatisch und perfekt marmoriert. Bei Steak gilt ein Fettanteil als geschmacksverbessernd. Fett ist ein Geschmacksträger und die Mischung zwischen Muskelfleisch und Fett macht dieses Fleisch einmalig. Ein Steak wird in New York für bis zu 2000 Euro pro Portion serviert. Beim Goldenen Phoenix ist besonders der Goldüberzug überzeugend und deswegen ist das Essen auf die Liste gerutscht. Der besondere Kakao kommt aus Italien und die besondere Vanille wird auch irgendwo ganz besonders gewonnen. Der Goldene Phoenix ist offiziell der teuerste Cupcake der Welt. Der Goldüberzug ist aus 23 Karat essbarem Gold. Gold wird übrigens vom Körper irgendwann wieder ausgeschieden. Und der Cupcake kostet ca. 20.000 Euro. Die Pizza Royale 007 wurde zugunsten einer Stiftung gebacken und ist für gut 2.500 Euro verkauft worden. Besonders machen diese Pizza sowohl der Starkoch, der sie gebacken hat, als natürlich auch die Zutaten. Hummer mariniert in Cognac, Kaviar eingelegt in Champagner, schottischer Räucherlachs und weitere Leckerbissen. Damit auch das Auge mit isst, wurde natürlich auch hier mit Blattgold gearbeitet. Nicht zu empfehlen für die Leute mit Amalgamplomben übrigens. Nun wird es wieder etwas teurer. Die weißen Trüffel können unheimlich schwer angebaut werden und sind eine besonders seltene Form dieser leckeren Gattung. 1,5 Kilo dieser weißen Trüffel wurden für über 260.000 Euro verkauft. Der Käufer war ein Casinobesitzer und kann es sich wahrscheinlich auch leisten. Ihr mögt Eis? Dann empfehle ich euch diesen knapp 1000 Euro teuren Eisbecher. Er heißt Golden Opulenz und wird in den USA angeboten. Er ist laut dem Guinness Buch der Rekorde der weltteuerste Eisbecher und wird aus tahitischem Vanilleeis, goldenen Blättchen, Trüffeln, Marzipankirschen und besonderem Kaviar zubereitet. Das klingt zwar nicht nach meinem Lieblingseis, aber wenn ich dazu eingeladen würde, würde ich auf jeden Fall mal probieren. Vorsicht, hier kommt eine Frucht, die über 15.000 Euro kosten kann. Die Yubari-Melone. Sie ist eine besondere Frucht, die nur in speziellen Gewächshäusern in Japan gezüchtet werden kann. Sie ist eine besondere Mischung und aufgrund ihrer Seltenheit und ihres unglaublich fruchtigen Geschmacks zu einem Geheimtipp der Superreichen geworden. Es soll Milliardäre geben, die täglich einen Fruchtsalat aus dieser Melone essen. Wohl bekommt's. Das wohl zurzeit teuerste Lebensmittel jedoch, wenn man nach der Grammzahl geht, ist der Burger aus gezüchtetem Fleisch. Ihr habt richtig gehört, das Fleisch wurde in einem Labor gezüchtet und soll der Beweis sein, dass man Fleisch auch irgendwann essen kann, ohne dass dafür Tiere sterben müssen. Durch die Forschungsarbeit, die hohen Laboraufwendungen und die viele Arbeit im Vorfeld kostet eine Burgerbulette umgerechnet knapp 300.000 Euro. Das ist für einen Burger ziemlich teuer, soll aber sehr lecker gewesen sein. In der Zukunft werden Erfahrung und effizientere Herstellungsmethoden dieses künstliche Fleisch jedoch angeblich preislich so interessant werden lassen, dass sich die Massentierhaltung irgendwann nicht mehr lohnt. Die Tiere werden sich eventuell freuen. Was ist das Teuerste, was ihr jemals gegessen habt? Was aus dieser Liste würdet ihr gerne mal probieren? Was wollt ihr überhaupt nicht essen? Lasst mir eure Kommentare unten da und liked und subscribed meinen Kanal.